kurz heilen und dann gibt's ein Nickerchen. Wollen ja schließlich nichts riskieren hier unten. So, große Heilung Giron. So, also die Seite haben wir komplett. Das heißt, hier wird vielleicht noch ein kleiner Raum sein, so wie da, wenn es annähernd symmetrisch ist. Und hier nochmal so ein kleinerer Komplex wie hier, wo dann hoffentlich der Griff von dem Schlegel ist. Ja, schauen wir da rein, dann darum. Und danach sollten wir echt langsam zu einem Händler. So. Alle Mann raus. So, wo ist der Schlegelkopf jetzt hingekommen? Im Moment da. Charakter ist zu weit weg, weil Giron immer vorläuft, ja. Immer noch nicht? Immer noch nicht? Immer noch nicht? Mensch, immer ein bisschen langsam. Ja, ganz hinten. So, jetzt aber. Dann lasse ich doch Giron mal kurz vorhuschen. Obwohl, nee, da waren die ganzen Fallen, ne? Ja, nee, vergiss es. So. Da lang. Stehen bleiben und immer hingucken lassen. Da schön durch. Weil dadurch, dass der Wert jetzt von ihr höher ist, entschärft sie sich ja nicht nur besser, sondern sie findet sie auch wesentlich schneller. Und entschärft sie jedes Mal. Das ist toll. So, was haben wir hier? Oh, Meister-Liebestränke. Das sind Säurefalter, ja. Kugeln plus 1 können dahin. Gegengifte. Da sollte ja eigentlich jeder einen von Inventar haben, aber ja doch, sieht gut aus. Bei dir nehmen wir mal... Ah, nee, du musst verrecken. Da habe ich lieber 3 Stäbe im Quickslot. So, schauen wir weiter. Da ist noch eine Kiste. Ah. Schön hier bleiben. So, entschärft und... Entschärft. Ist immer noch so. Wer hatte Platz? Shahira hatte Platz. Ein Krummsäbel. Was ist mit dem Spruch? Monster festhalten, Stufe 5. Kann sie auch nicht lernen. Boah, die sind irgendwie ein bisschen nutzlos. Okay, Feuerbälle schmeißen so schön und gut, aber... So, was haben wir hier? Geht's? Oh, da ist eine Verbindung. Na gut. Gucken wir erstmal hier oben. Eine Schmiede, Nummer 3 oder 4. Ah, hier wird man die Sachen kombinieren können. Also den Schlegelkopf und den Schlegel... Stab oder was auch immer, wenn wir ihn dann mal finden. So, hier haben wir Bolzen. Können zum... Rückt mal nach. Da seid ihr. Da sollt ihr hin. Kannst du das schon benutzen? Eine Schmiede, in der normalerweise Werkzeuge hergestellt oder repariert werden. Ihr habt keine Werkzeugteile, die repariert werden müssen. Schade. So, Bolzen zum Minsk in den Köcher. Ah, alles proppenvoll. Nein, nicht schlafen. Schmuckstecken. Ne, das ist eine Perlenhalskette. So. Das sind auch noch Säurepfeile. Ja, können wir auch noch stecken. Und das sind wieder Pfeile, Kugeln plus 1. Da, bitteschön. Und so. Die noch mit, die noch mit. Und sonst, was ist das? Noch mehr Munition. So.
jetzt ist mir so langsam zu albern mit dem ganzen Inventar rumgesortiere. Ich gehe jetzt erstmal im Zeitraffer oder am besten noch in der richtigen Pause hier raus, gehe nach Birigos oder Nashkel und melde mich dann beim Händler wieder. Bis gleich. So, da wären wir wieder in Birigost. Und hoffen wir, dass unser Schmied endlich den Panzer fertig hat. Auch wenn wir ihn inzwischen gar nicht mehr brauchen. Ich meine, den anderen Angriffspanzer haben wir auch schon abgelegt. Obwohl, warum eigentlich? Sie läuft noch mit einem stinknormalen Plattenpanzer rum. Ja, irgendwie habe ich Shahira vergessen. Trägt einen magischen Ring. Naja, hat sie wenigstens ein bisschen mehr Platz. Kann noch jemand einen Ring tragen? Sie nicht. Sie nicht. Er nicht. Er hat schon. Und er auch nicht. Na gut, eine Sache mehr zu verkaufen. So. Oh, ihr seid zurückgekehrt. Hier ist, was ich euch versprochen habe. Ist sie nicht herrlich? Ich habe schon lange keine so hübsche Rüstung mehr angefertigt. Tragt sie mit Würde. Eigentlich wollen wir sie gleich wieder verkaufen. ja. So, 2500 Goldmünzen. Tut mir leid. Aber er wollte uns nur 500 dafür geben, ne? So, hier können wir aber nichts mehr verkaufen. Sternsaphir, oh, der ist gut was wert. So, das kann alles weg. Das behalten wir nochmal, falls wir gegen mehr Gestaltwandler kämpfen. Und mit mehr meine ich also wirklich mehr, so 5 oder 6 auf einmal. Auch wenn ich das ziemlich unwahrscheinlich finde. So, das kann auch alles weg. Weg. Oh, 20.000 Goldmünzen. Schön, schön. Das will er alles nicht. Das kann weg. Weg, weg. Durchbohrung behalten wir, Wurfpfeile benutzen wir nicht, die auch nicht. So, er hatte nichts mehr, ne? Also nicht mehr, was wir wirklich gebrauchen können. Nö. Na gut, raus hier. Und gehen wir mal zu der anderen Taverne. Die hier unten hatte ja auch was verkauft, wenn ich mich nicht irre. Also eine von den dreien jedenfalls. Und das mit den Preisen, ob die nicht stimmen oder nicht, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Und vor allem inzwischen hat sich unser Ruf so sehr verbessert. Also ist jetzt ja auf 20. Na, wo ist er? Bin ich jetzt... Wo steht unser Ruf? Ruf durchschnittlich? Was soll das denn? Wir haben nichts Böses getan. Das ist jetzt irritierend. Ich wollte gerade sagen, unser Ruf ist ja so hoch, dass es jetzt vollkommen egal ist, wo wir die Sachen verkaufen, aber anscheinend doch nicht. Das hört sich aber irgendwie nach einem Bug an. Weil wir auf maximal waren und dann noch Ruf bekommen haben, hat sich das wieder zurückgesetzt auf den Standardwert. Aber nee, das ist die falsche Taverne. Hier kommt man nur schlafen. Aber na gut, sprechen wir mit ihr nochmal. Vielleicht hat sie was Neues. Danke, Gerugon. Für was? Eure Bemühungen waren nicht umsonst. Ich habe eben neue Befehle aus der Stadt erhalten. Meine Truppen und ich wurden aufgefordert, dorthin zurückzukehren und unseren Bericht abzuliefern. Ihr werdet darin eine wichtige Rolle spielen und ich kann euch versichern, dass wir nur Gutes über euch sagen werden. Oh. Das ist wohl mal wieder ein verspätetes Danke für die Diebe diesmal. Letztes Mal war es in der Mine von Nashkel, wo wir eine Woche später ein Dankeschön bekommen haben. Und das ist jetzt das Dankeschön für das Diebeslager. Ruf hat sich verbessert um 1. Ja, toll. Haben wir jetzt 21? Nee, 11. Na gut, dann müssen wir jetzt noch ganz viele... Orte finden, wo man gute Taten vollbringen kann. Weil es wäre ärgerlich, wenn wir das Spiel irgendwann durchspielen und nur einen durchschnittlichen Ruf haben. Aber ja, also die Taverne hat nichts gekauft, dann war das die da hinten, die Handel betreibt.
Haben wir eigentlich noch hier in Beregost was zu erledigen? Auf meiner Liste sind immer noch die Tassläufe im Mantelwald, die Feuerweinruinen zu Ende, das Haus von Ragefast haben wir inzwischen, den Jungen Baldur's Gate suchen, ja, den Magier in dem Addon-Gebiet ansprechen, der will uns hier irgendwo hinschicken, und die Truhe oben im Turm. Aber nichts hier in Beregost. Ja, fällt mir auf Anhieb nicht mehr wirklich irgendwas dazu ein. Immerhin ist hier schon einmal durchgetickert und war in jedem Haus drin. Hier ging das ja auch noch. In Baldur's Tor? Nee, danke. So, alle rein da. Na? Ja, genau. Hier waren die Rüpel, die uns gleich angepöbelt haben, als wir reingekommen sind. Was habt ihr anzubieten? Genau. So. Der kauft auch Sprüche, das ist gut. Ach, genau, wir verkaufen jetzt den Schlegelklopf. Das macht tierisch Sinn. Alles gute Tränke, der ist nicht so toll. Intelligenzerhöhung ist doch wichtig, wie ich mir habe sagen lassen, um Sprüche zu lernen. Den behalten wir auch. Kann alles. Das muss man auch behalten wegen dem Jungen. Das kann aber weg. Das kann alles weg. Ah, nach den Holzketten muss ich mich mal ein bisschen öfters umschauen. 3000 Goldmünzen sind immer schick. So, Schutzring kann auch weg. Noch eine davon. Ah, super, super. Die Schriftrolle brauchen wir auch nicht. Das können wir mit dem Stab machen. So. Ne, wir haben Feuerbälle, brauchen keine Todeswolke. Die haben wir extra gekauft, die behalten wir. Das sollte man auch mal für Notfall haben. Es gibt immer irgendwelche Magie, die entfernt werden muss. Und der Rest kann bleiben. 32.000 Goldmünzen. Ja. Okay. Dann können wir mal demnächst in dem Addon-Gebiet shoppen gehen. Da gab es ja noch so ein, zwei Sachen, die wir uns holen wollten. Ja, können wir die Rüpel inzwischen wieder ansprechen? Ah, schöner Umweg. Ne. Und ihn auch nicht. Na gut. Dann gehen wir mal raus hier. Und ich zeitraffe mal zurück zum Turm. So, da wären wir wieder am Turm. Und da ich es vorhin gerade erwähnt habe, können wir das kurz erledigen. Also oben die Truhe finden, die den besonderen Schlüssel brauchte. Jetzt ist noch die Frage, wo das war. Ich weiß, es sah relativ edel aus. Und war eine Kommode. Nee. Hier unten war der Magier. Ah, aber allgemein gab es hier oben noch ein paar Truhen, die er wohl nicht öffnen konnte wegen den Fallen. Oh ja, gehen wir mal Schritt für Schritt das mal kurz durch. Der Dieb ist immer noch da. Vielleicht hat der was Neues zu sagen. Schmuck, Schmuck, Gold. Oh, ach du Heilige. Ja, schon wieder. Was wollt ihr diesmal? Ich habe euch schon einmal gewarnt, mir nicht in die Quere zu kommen. Ich habe einige der Rätsel unten gut im Griff. Das hatten wir schon mal. Das mit den 50 Goldmünzen hatten wir schon mal probiert, das war ihm viel zu wenig. Ha, wir können ihm jetzt das Haar von der halbnackten Frau da oben anbieten. Auf zwei verschiedene Arten. Das erste sagt, ehrlich gesagt habe ich ein Geschenk für euch, aus dem einfachen Grund, dass wir in der gleichen Branche arbeiten. Ich habe dies weiter oben in einer Truhe gefunden.
Das ist gelogen. Na gut, ich bin zwar kein Experte, aber ich finde, es sieht wie Nymphenhaar aus. Also lügen wollen wir ja nicht, obwohl wir sind immerhin unterwegs, ne? Könnten wir also auch. Aber ich bin doch nicht gekommen, um euch zu stören. Ich will euch ein Friedensangebot machen. Warum sollten wir uns bekämpfen? Ich bin zwar kein Experte, aber ich denke, dies könnte Nymphenhaar sein. Es ist für euch, wenn ihr es annehmen wollt. Ja, das klingt irgendwie sympathischer. Wie bitte? Ihr gebt mir. Ich schätze, ich tat euch Unrecht. Ihr scheint doch ganz anständig zu sein. Hier, mein Freund, nehmt dieses kleine Spielzeug, das ich gefunden habe. Fairer Handel unter ehrlichen Leuten. Regillo wird jedem, der fragt, nur Gutes über euch berichten. Aura gereinigt. Mir wäre eine Erhöhung vom Ruf irgendwie lieber. Und das Spielzeug war ein Trank der Wolkenriesenstärke. Silberkette ist nichts wert. So. Stärke 23. Wow. Okay, ob ich vergesse, einen Stärke 18 Trank zu trinken oder einen Stärke 23 Trank zu trinken. So oder so werde ich es vergessen. Ja. So, was wollten wir machen? Wir wollten, genau, die restlichen Truhen öffnen. Und am besten sollten wir es auch mit einem Charakter machen, der Platz im Inventar hatten. So, du schau mal kurz nach Fallen und drück Gerogon ein paar Sachen in die Hand. Das und das und er müsste noch Platz im Köcher haben. Das kannst du mir auch noch geben, den Trank, den er nie trinken wird. Dass man Bohnen nicht rausschmeißen kann. Na gut, Heiltränke weg. So, keine Fallen. Kein Loot. Gar nichts. Ja, toll. Dann war hier wohl nichts mehr. Und wir können eine Etage höher. Allesamt. Da hoch. Und wir können wieder abspeichern. Fällt mir dazu auf. LP 72.